Einen wunderschönen guten Abend bei der 26. und vorerst letzten VSON-Lesung. Mein Name ist Lena Falkenhagen, ich bin die Bundesvorsitzende des Verbands Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, selbst Autorin für Romane, Hörbücher, Videogames, also Computerspiele, und ich engagiere mich für AutorInnenrechte. Dies ist eine digitale Lesereihe des Verbands Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, man muss fast sagen, gewesen. Wir haben diese Lesereihe veranstaltet, weil wir gleich im ersten Corona-Sommer gesehen haben, wie viele Lesungen ausfallen, wie viel Gelder damit für die Autorinnen und Autoren ausfallen, wie viel Sichtbarkeit für die Bücher, die veröffentlicht werden, ausfallen. Und haben uns sehr über die Möglichkeit gefreut, über die Gelder aus dem Neustart Kultur, die Staatsministerin für Kultur und Medien, Frau Monika Grüttes, ausgelobt hat und die wir über den Deutschen Literaturfonds beantragt haben, diese Lesereihe mit Finanzen an die AutorInnen veranstalten können. Das heißt, wir haben hier 26 Lesungen organisiert mit 75 wunderbaren Autorinnen und Autoren, in denen ganz, ganz unterschiedliche Stimmen und ganz unterschiedliche Themen zu Wort gekommen sind. Alle eine bunter als die andere und wunderbar. Und dies und heute ist der krönende Abschluss, den wir mit dem, wie ich finde, weitreichenden und auch über diese Lesereihe hinausreichenden Thema Literatur und Politik beenden möchten. Heute wird es deswegen um Literatur und politische Inhalte gehen, welche Wechselwirkungen es zwischen diesen beiden Themenräumen gibt, welche Einflussnahmen, wie man damit umgehen kann, auch wie belehrend Literatur sein darf, sein sollte, sein muss. Und deswegen freue ich mich sehr über meine drei Gäste heute, drei wunderbare Frauen, die ich jetzt bitten möchte, ihre Kameras und ihr Audio anzumachen, nämlich die Autorin und Lyrikerin Katharina Körting, die Autorin Theresa Hanik und die Lyrikerin Volja Hapejeva aus Belarus. Willkommen. Hallo, schönen Hallo. Abend. Hallo, schönen Abend. Schön, dass ihr bei mir seid. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Danke, Volja Hapejeva, dass du so kurzfristig zur Verfügung standest. Ich habe nämlich, ich habe es eben schon gesagt, ich bin einem Missverständnis aufgesessen und habe deswegen kommuniziert, dass Uwe Friesel heute lesen wird. Uwe Friesel hat sein Internet noch in einer Umzugskiste verpackt. Deswegen müssen wir heute auf ihn verzichten. Und Volja Hapejeva war so freundlich einzuspringen. Vielen Dank nochmal. Ja, ich möchte euch tatsächlich erst später genauer vorstellen und zunächst noch dankbar erwähnen, dass Isa Theobald wie so oft heute an der Technik sitzt und die Moderation betreut. Und auch, wenn ihr Fragen habt und diese in den Chat geschrieben habt, das an uns hier in unserem Zoom-Call kommunizieren wird. Ihr könnt also fragen, ihr könnt kommentieren. Wir werden, wenn wir gerade nicht wild in einer Diskussion begriffen sind, werden wir es aufnehmen und versuchen zu beantworten. Genau. Ich möchte jetzt Volja und Theresa zunächst noch bitten, ihre Kameras und ihr Audio wieder zu deaktivieren. Dankeschön. Damit ich mit Katharina Körting, mit der ich anfangen möchte, alleine bin. Wir werden hier wie üblich von jeder Autorin 10-minütige Lesung haben und kurz ein kleines Gespräch führen. Und anschließend an diese Lesungen werden wir zu viert eine Diskussion über das Thema Literatur und Politik führen. Liebe Katharina, schön, dass du hier bist. Ich möchte dich kurz vorstellen. Du schreibst Prosa, Lyrik und journalistische Texte, und zwar, wie ich gelesen habe, in einer großen Bandbreite, nämlich politische Romane, Liebesromane, Lyrik, die ganze Genre-Klaviatur hoch und runter, was mich besonders freut, weil ich auch immer versuche, mich weder auf Genre noch auf Format festlegen zu lassen. Zuletzt, nicht ganz zuletzt, glaube ich, erschien im Geest-Verlag der Essay Liquidierung der Vergangenheit, wie sich die evangelische Kirche auf den Grundlagen ihres Versagens restaurierte. Wann war das? Im Februar? Nee, im April. Im April, ne? Genau.
Ich meine auch. Aber im Januar hast du das Kontakttagebuch im Bonner Kitt Verlag veröffentlicht, genau, aus dem du uns gleich auch hier lesen wirst, indem du versuchst, die Corona-Zeit für dich aufzuarbeiten. Du hast aber auch, du bist in der Jury des Ulrich-Krasnick-Lyrikpreises und du hast den politischen Roman Rotes Dreieck schon veröffentlicht und kannst uns gerne später erklären, wie man vom Roman, der ja auch politisch sein kann, zum politischen Roman wird. Oder magst du da schon ein bisschen drauf eingehen? Sehr gerne. Ich hatte auch überlegt, ob ich daraus lese, aber man sollte ja ein Buch, was höchstens 2 Jahre alt ist, lesen. Und das Rote Dreieck kam raus 2018. Genau, das nehmen wir dann nicht immer ganz so ernst, wenn ein Buch rausgekommen ist, aber ich finde es trotzdem gut, dass du dich Ja, dran ich halte hältst. mich dann immer an alle Regeln und Sehr gut. ja. Ja, fein. Also wie unterscheidet sich ein politischer Roman von einem Roman mit politischen Inhalten oder ist es eigentlich dasselbe? Es ist ja erstmal eine Zuschreibung. Es ist eine Frage, ob es überhaupt einen nicht-politischen Roman gibt. Also der Geest Verlag hat ja ein Zitat auf auf seiner Verlagsseite, dass eigentlich unpolitisch niemand ist, dass man es dann nur nicht weiß. Also, vielleicht kann unsere belarussische Kollegin dazu nachher noch mehr sagen. Also wenn man nichts Politisches macht, ist es trotzdem politisch. Was wir jetzt gerade machen, ist auch politisch. Also politisch ist Natürlich. immer Wirklichkeit gestalten, wenn man es jetzt im ganz weiten Sinne sieht. Spannend, das nehmen wir später nochmal auf. Das Gestalten der Wirklichkeit, das ist ein sehr schöner Anfang für die spätere Diskussion. Ich schreibe es gleich auf. Aber genau, vielleicht hören wir erst deine Lesung aus dem Kontakttagebuch im Bonner Kitt Verlag. Viel Spaß mit Katharina Körting und ihrem Buch. Danke, Lena. Ich lese aus dem Kontakttagebuch. Das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt, das im Oktober und November täglich ich geführt habe. Kam im Januar raus. Donnerstag, 8. Oktober 2020. Politiker drohen mit dem Lockdown, ohne diesen zu definieren. Ich würde gerne ins Café, einfach da sein dürfen, unter Leuten. Aber mein Lieblingsort starb den Corona-Tod. Übrig blieb ein dunkles Loch mit leeren Scheiben. Infizierte 4058, Tote 16. Dienstag, 13. Oktober 2020. Regen. Der Herbst wird kühler. In jede Gedankenritze kriecht die Kälte, verstärkt durch ständiges Lüften. Die Kinder sollen nach den Ferien Decken und Mäntel und Schals in die Klassenräume bringen. Ich bin sehr stark, verkündet der infizierte, mit Steroiden gedopte US-Präsident. Er will sich nicht sein luxuriöses Präsidentenleben von einem Virus bestimmen lassen. Magst du mit mir zu Abend essen? Simse ich der Tochter eins. Es gibt Kürbis. Wir reden nicht nur über Corona und umarmen uns zum Abschied. Es fühlt sich seltsam an, wenn ich meine Kinder umarme, als täte ich etwas Verbotenes. Infizierte 4.122, Tote 13. Donnerstag, 15. Oktober 2020. Ruhe vor dem Sturm. Seit Monaten dröhnt diese Ruhe. Ich ertappe mich dabei zu denken, lass es mich erwischen. Ich will wissen, wie ich reagiere auf dieses Virus, bei dem alles möglich ist, vom Nichts bis zum Tod. Wenn der US-Präsident überlebt, kann es mir doch auch gelingen. Ich verbiete mir den Gedanken. Ich verbiete mir alle Gedanken, die Panik vermeiden, als stünde in all den Verordnungen und Regeln auch dies. Du darfst nicht gelassen sein. Du musst jederzeit gefasst sein auf das Schlimmste, das dir von deinem Mitmenschen droht. Du musst panisch sein. Infizierte 6.638, Tote 33. Samstag, 17. Oktober 2020. In den Morgennachrichten ist von Enthauptung die Rede. Ich will das Wort Enthauptung nicht hören. Ich will nicht, dass Kinder solche Nachrichten hören und dann ihre Eltern fragen: Mama, was ist Enthauptung? Sie können doch solche Worte nicht in den 7-Uhr-Nachrichten bringen. Meine Erregung ist lächerlich, das weiß ich.
Denn Kinder hören seit Monaten von kaum etwas anderem als von Krankheit und Tod in Radio und Fernsehen und Internet. Und das eigentlich Schlimme ist die Enthauptung, nicht das Wort. Wenn ich das Wort höre, entsteht das Bild in meinem Kopf. Und um das nicht an mich heranzulassen, ärgere ich mich über die Wortwahl. Vielleicht errege ich mich auch deshalb so über manche sprachliche Blüten, die diese Pandemie austreibt. Das ist handfest zu kritisieren, da kann ich angreifen, während ich gegen die Seuche als solche weder Worte noch Taten habe. Ich habe nur Unterlassungen und Herumfummeln am Mund-Nasen-Schutz, stinkiges Desinfektionsmittel zwischen den Fingern und Herumeiern auf Klebepfeilen. Das Beherbergungsverbot kippt. Im Krankenhaus ist noch eine Stunde Besuch pro Tag erlaubt, auch bei kranken Kindern. Ich gehe trotzdem ins Kino, noch ist es geöffnet. Infizierte 7830, Tote 33. Dienstag, 27. Oktober 2020. Gut gestimmt ziehe ich meine Bahnen im Schwimmbad. Eine Gruppe Kinder, 4 bis 5 Jahre alt, sitzt mit Schwimmringen um den Bauch auf den Fliesen. Der Bademeister nimmt die Maske ab, um ihnen zu erklären, was zu tun ist. Die Kinder sitzen mit Abstand voneinander da. Nur 2 brechen die Regel und kuscheln sich aneinander. Mir kommen unwillkürlich die Tränen. Ich will sie gar nicht, ich schlucke sie, verziehe mein Gesicht und reiße mich zusammen. Was lernen diese Kinder? Dass sie einander infizierende Monster sind? Jederzeit verantwortlich für den Tod ihrer Großeltern? Wenn sie ihren Freunden zu nahe kommen? Ich versuche mich zu erinnern, ob das früher auch so war. Wie eng saßen Kinder vor Corona? Nach dem Abendessen packe ich das erste Panikpuzzle aus, ein Renoir-Motiv mit vielen Leuten im Park, die keinerlei Abstandsregeln beachten, und fische die Randteile heraus. Infizierte 11.409, Tote 42. Samstag, 28. November 2020. Liebes Tagebuch, hätte ich jetzt fast geschrieben. Mehr als fast, es steht ja da. Lieber Buch, was soll ich dir schreiben? Dass ich mit dem Rad kilometerweit durch die grauen Viertel Berlins fahre, hin zum Russischkurs? Dass ich alte Leute vor dem Café eines Seniorenzentrums frieren sehe und meinen Fotoapparat und den Mut zur Bitte, sie fotografieren zu dürfen, vermisse? Tapfer halten sie sich an ihren fahrbaren Gehhilfen fest, neben hochgestellten Tischen und Stühlen, die Kaffeetasse in der Hand. Ist ein Seniorenheim ein Einhausstand oder besteht es aus so vielen Hausständen wie Einzelzimmern? Draußen sind wir mindestens 20 Personen beim nicht mehr vorhandenen Treffen. Wir treffen uns trotzdem nach der Kirche. Wir halten klamme Finger um halbwarme Plastikbecher und den Mundschutz lüften wir zum Nippen oder lassen ihn nach den ersten Schlucken ganz weg. Vor allem die Älteren zeigen sich sorglos angesichts der allgemeinen Solidarität. Und ich kann nichts dagegen tun, dass mich die Inkonsequenz erleichtert, belebt, tröstet. Wir stehen und singen ein Geburtstagslied, was, glaube ich, verboten ist. Der Pfarrer stellt sich dazu, obwohl der Senat, der Berliner Senat, uns alle doch dringend dazu aufgefordert hatte, in der eigenen Häuslichkeit zu bleiben, nicht nach draußen zu gehen, schon gar nicht unter Leute, neben Leute, zwischen Leute, in Rufweite von Leuten. Und obwohl die Kanzlerin gewissermaßen ohne Unterlass rhetorisch die Hände über dem vermummten Kopf zusammenschlägt. Bald werden mir die Füße zu kalt und ich gehe. Aber diese unnötigen Sozialkontakte werden mir die kommenden Tage erleichtern. Vielleicht ist manchmal das nötig, was unnötig ist. Vielleicht gerade das. Umso mehr in einer Krise, in der Einsamkeit ansteckend wird. Infizierte 21.695, Tote 379. Montag, 30. November 2020. Wenn das alles vorbei ist, schmeißen wir eine Party für die Kanzlerin, schlägt die Tochter beim Abendessen nur halb im Scherz vor. Was die leistet, verdient Respekt und Dankbarkeit. Hashtag Party für Merkel. Egal, wie man zu ihrer Politik und ihrer Haltung in der Corona-Krise steht. Die Kanzlerin könnte nicht, so wie ich,
bequem vom Schreibtisch aus sinnieren. Bei ihr hat jeder Gedanke potenziell Konsequenzen. Womöglich ist sie am wenigsten frei von allen, leidet am meisten unter den Einschränkungen, die sie ja selbst verfügt. Die Kanzlerin kann sich noch nicht mal über die Regierung oder die Politik beschweren. Sie muss die Last allein tragen, für alle mit, als Dienerin ihres Landes. Das kann man tatsächlich so sagen, oder? Bei einem Sohn, so berichtet er beim Abendessen, war die Polizei im Einsatz, weil vor der Schule Jugendliche den Abstand nicht einhielten. Anscheinend wählen dann tatsächlich Leute 110, wenn sie Kinder zusammenstehen sehen. In Berlin springt die Corona-Ampel in zwei Fällen auf Rot. Über 200 Infizierte pro 100.000 Einwohner. Über 25% belegte Intensivbetten. Wahrscheinlich bilde ich es mir ein, aber die Corona-Maßnahmenmüdigkeit wächst trotzdem, oder? Infizierte 11.169, Tote 125. Hier endet dieser Text, nicht aber die Seuche. Während Sie dies lesen bzw. hören, schwappen weitere Wellen um ein Vielfaches höhere Zahlen, weitere Lockdowns und Gedankenkarusselle herbei, auch wenn dann schon einige, hoffentlich viele Menschen geimpft sein werden. Die Toten bringt keine Ampulle zurück. Ob dann, wenn Sie diese Seiten umblättern oder die Lesung dann weiter verfolgen, eine weitere Verlängerung von Einschränkungen oder Lockerungen im Gespräch sind, wissen wohl nicht mal die Götter. Das wissen nur Sie. Klar ist auch mir, wenn die Menschheit fortfährt, das Leben von Tieren und Pflanzen in ungesunder Weise einzuschränken, Ressourcen und einander auszubeuten, die Wasserpegel in die Höhe zu treiben, die Meere zu verdrecken, Schöpfung einzudämmen, lebende Wesen zu verdinglichen, alltägliche Triage zu betreiben, weil Geld mehr wert ist als Leben. Während bei der Pandemie jeder Zeitungsartikel und Politiker das Gegenteil behauptet, wenn Menschen weiterhin Menschen zu Automaten und Automaten zu Menschen machen und mit sich selbst die ganze Erde der exponentiellen Wachstums- und Profitlogik unterwerfen, steht ein weiteres Virus oder Mutationen desselben oder gar Schlimmeres schon in den Startlöchern. Von der sogenannten Klimakrise ganz zu schweigen. Aber das wissen Sie alles viel besser als ich, nicht wahr? Und wissen Sie noch was? Nie war so viel Lust auf das Morgen. Das Kommende lockt verheißungsvoll mit den simpelsten Alltagsfreuden, den einfachsten Beschäftigungen. Auch trübes Licht scheint hell, wenn man aus dem Dunkel kriecht. Man weiß nicht wann und ob man überlebt, aber dass man nie zuvor so intensiv an die Zukunft dachte, ja gewissermaßen der Zukunft gedachte bzw. gedenkt wie jetzt, so viel kann man wissen. Der Glaube an die Zukunft stirbt zuletzt. Die Hoffnung mit den bunten Streuseln schmeckt unsagbar süß, dass wir noch zu retten sind. Bis dann. Danke. Wunderbar, vielen Dank, Katharina Körting, die aus ihrem Kontakttagebuch gelesen hat, was ja eigentlich sogar ein Kontaktlosigkeitstagebuch ist. Gewesen ist, weil du es während Corona geschrieben hast. Vielen Dank dafür. Du erhältst, hallo Matthias Rische, schön, dass du zuschaust. Du erhältst Applaus im Chat. Das versuchen wir immer so ein bisschen rein zu moderieren, damit man als Autor, als Autorin davon etwas mitbekommt. Ich habe mir notiert aus deinem Text, dass du, du beschreibst ja Unterlassung als politischen Akt. Hast du damit mit deinem Kontakttagebuch gegen angeschrieben, gegen diese Unterlassungspolitik, diese Nichtstun ist die beste Abwehr, ist die beste Verteidigung? Es war eher, was ich mir jetzt geklaut habe, eine Gegenwartsbewältigung, dieses Tagebuch. Oder auch eine Zukunftsbewältigung, ich weiß es nicht. Ich hätte es auch
glaube ich, nicht viel länger schreiben können, weil ich habe da sehr viele Fußnoten mit Nachweisen eingebracht und habe jetzt auch verschwiegen, dass ich hinter jedem Tag auch noch meine Kontakte brav gebeichtet habe sozusagen, also damit, weil unser Virologe Herr Drosten hatte ja angeraten, man schreibe ein Kontakttagebuch, deswegen heißt es auch so, indem man festhält, wo irgendwelche kritischen Kontakte hätten stattgefunden sein können und dann hätte ich das nachher im Gesundheitsamt melden können. Deswegen habe ich jetzt das Kontakttagebuch nicht beschrieben, das war nur der Titel, der mich daran gereizt hat. So gesehen ist es kein Kontaktlosigkeitstagebuch, aber natürlich auch. Und ich habe erlebt, apropos politisch, während der ganzen Debatten und Gespräche und vor allem auch in den sozialen Medien, wie schnell es passiert ist, dass bestimmte Gedanken zu äußern oder Gefühle auch nur zu äußern oder auch nur zu haben, nicht mehr in ein bestimmtes Gutsein-Schema passte. Also gerade auf der Linken, muss ich leider sagen, gab es nicht nur die Tendenz, sondern die starke, heftige Mehrheitsmeinung, so kam es zumindest rüber, man darf diese Lockdowns und alle Maßnahmen nicht kritisieren, weil dadurch kritisiert man, dadurch handelt man unsolidarisch und dadurch ist man AfD und Querdenker. Und dagegen habe ich mich sehr gewehrt, weil das darf man einfach nicht machen. Man darf nicht der AfD überlassen, Corona-Maßnahmen zu kritisieren. Das stimmt. Ja, da können wir sehr gerne später auch noch drüber, also über diese Polarisierung im Diskurs, können wir gerne später auch noch ein bisschen reden. Ich glaube, dass auch du und Theresa Hanig gerade, was das Thema Umweltschutz, Klimakrise sowie, du wirst gleich merken, warum, wenn ich Theresa vorstelle, die Corona-Maßnahmen sich viel gegenseitig zu erzählen haben. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf die anschließende Diskussion über das Thema Politik und Literatur. Ich danke Katharina Körting, möchte dich bitten, Kamera und Audio auszumachen. Mache ich. Und möchte Theresa Hanig bitten, Audio und Video zu aktivieren. Hallo Theresa, schön Hallo, zurück. Grüß dich. Ja, genau. Schön, dass du hier bist. Auch dich stelle ich kurz vor. Das mache ich immer gerne, weil du so ein buntes Leben hast. Du hast Politikwissenschaft und Philosophie und VWL studiert. Du hast als Softwareentwicklerin, SAP-Beraterin und Projektmanagerin von Solaranlagen und Lichtdesign gearbeitet, also als Lichtdesignerin. Du hast die Erfahrungen, die du unter anderem im Berufsleben dann gesammelt hast, in deinen ersten Roman Die Optimierer verpackt, was sehr verheißungsvoll klingt. Ist immer gut, wenn man das reale Leben und vielleicht auch die Absurditäten des realen Lebens so ein bisschen in seine Literatur einfließen lässt. Und hast damit den ersten Stefan-Lübbe-Preis 2016 gewonnen und bist dann dort auch im Lübbe-Verlag veröffentlicht worden. Du hast mit dem Buch Die Optimierer auch den Seraph 2018 für das beste Debüt gewonnen. Das ist der große Fantastikpreis oder einer der großen Fantastikpreise in Deutschland. Und du bist engagiert im Bereich Gesellschaft und KI, Demokratie und Überwachung, Zukunft der Arbeit, Frauen in der digitalen Welt. Du hast mit dem Projekt Wiki für alle, da engagierst du dich seit 2019 für mehr Sichtbarkeit von Frauen und nicht-binären Menschen in der deutschsprachigen Wikipedia. Dort hast du auch sehr dafür gekämpft, dass die Liste der deutschsprachigen SF-AutorInnen nicht gelöscht wird und Erfolg gehabt. Und deswegen sprach ich gerade mit Katharina darüber. Du bist Mitinitiatorin des Videoprojekts Wellenbrecher, das im September 2020 versucht hat, eine Welle zu machen, nämlich die Welle zu brechen, die zweite nämlich, glaube ich, war das damals, die zweite Corona-Welle, lang ist es her, wir sind ja fast vor der vierten, muss man sagen, in der für die Einhaltung von Abstand, Hygiene, Alltagsmasken und der Corona-Warn-App geworben worden ist. Also du wolltest mit diesem Projekt Menschen zum Wellenbrecher machen. Genau. Heute bist du hier bei uns als Literatin und auch als politisch engagierter Mensch und liest uns jetzt aus König und Meister, das im Verlag Edition Roter Drache entschieden ist, korrekt? Nee, nicht korrekt. Ich lese tatsächlich was aus den Unvollkommenen.
Wo sind Ah, wir denn die jetzt? Unvollkommenen. Alles Genau. klar. Das sei dir überlassen. Hauptsache politisch, das setze ich bei dir und deiner Literatur aber voraus. Deswegen überlasse ich dir jetzt gleich das Feld und wünsche viel Spaß mit Theresa Hanik und die Unvollkommenen. Super, vielen Dank, Lena. Ja, ich lese tatsächlich was aus den Unvollkommenen. Das ist 2019 erschienen, aber das ist tatsächlich sehr viel politischer als König und Meister, was jetzt neu ist. Deshalb habe ich mich entschieden, doch hieraus etwas zu lesen. Ja, ich bin noch ein bisschen geflasht von der Lesung von der Katharina. Jetzt, wir kommen jetzt ein bisschen weg von Corona und steigen ein bisschen mehr in die Zukunft ein. Ich lese euch was vor aus den Unvollkommenen. Und das spielt im Jahr 2057. Da können wir also davon ausgehen, dass wir Corona hoffentlich schon längst hinter uns gelassen haben. Aber es gibt andere Dinge, mit denen man sich beschäftigt. Denn in dieser fernen, ja, nicht ganz so fernen Zukunft, geht es um eine Gesellschaft, die technologisch sehr weit vorangeschritten ist und in der verschiedene Menschen zusammenleben, nämlich biologische Menschen und digitale Menschen, sprich KIs, also menschenähnliche Roboter, die teilweise noch menschlich sind, teilweise komplett künstlich. Und wie die friedlich zusammenleben und was die für verschiedene Interessen und Rechte haben, das ist natürlich relativ schwierig in so einer Gesellschaft. In dem Roman selber geht es um Lila, eine ehemalige, ja, wie kann man sagen, Aktivistin, fast Terroristin, die eingesperrt wurde, wieder freikommt in eine Gesellschaft, die seit 5 Jahren hat sie davon nichts mitgekriegt und wird jetzt eben konfrontiert mit diesen verschiedenen Robotertypen. Und wir springen in eine Szene, in der sie Anna Freitag besucht. Das ist die Mutter des derzeitigen Präsidenten der Bundesrepublik Europa. Und dort trifft sie einige verschiedene Roboter. Und es gibt nur zur Info, es gibt die Kustos-Roboter, das sind einfach nur Maschinen. Und es gibt die Basilei, das sind Roboter, die einen Teil menschlich sind. Und jetzt hören wir mal zu, wie Lila diese Begegnung mit diesen digitalen Menschen erlebt. Viel Spaß. Als Lila am Haus von Anna Freitag ankam, öffnete ihr niemand. Auch nach dem fünften Klingeln sah sie durch die Butzenglasscheiben keine Regung im Innern des Hauses. Sie wollte aufgeben, als jemand ihren Namen rief. Frau Richter! Lila drehte sich um. Aus dem Nachbarhaus hielt ein Mann auf sie zu, überquerte die Straße und kam zügig die Auffahrt hoch zu ihr. Den ganzen Weg über fixierte er ihr Gesicht und wandte den Blick kein einziges Mal ab. Jeder an seinem Platz, Frau Richter, sagte der Mann mit vollkommen ruhiger Stimme, als er endlich vor ihr stand. Hallo? Grüßte Lila zurück. Ich bin Alex, ein Kustos 520b und für die Sicherheit von Anna Freitag zuständig. Ich habe mir schon gedacht, dass sie Ihnen eventuell nicht öffnen würde, aber genau dafür habe ich den hier. Aus seiner Hosentasche förderte er einen echten metallischen Schlüssel zutage, mit dem er die Haustür aufschloss. Lila verschränkte die Arme. Der Mann wirkte vollkommen menschlich, bewegte sich normal und auch seine Lippen sahen absolut echt aus, nicht so fleischig rosa wie bei älteren Robotergenerationen. Nur sein linkes Auge war mit zwei senkrechten roten Strichen verziert. Vielleicht ein Modetrend, von dem Lila noch nichts wusste. Sie fragte sich, ob Owen Koffler recht hatte und es in Wirklichkeit die Menschen waren, vor denen sie sich in Acht nehmen musste. Was, wenn dieser Mann gar kein Roboter war und sich unrechtmäßig Zugang zum Haus der alten Frau verschaffte? Sie können jetzt eintreten, sagte er, als Lila keine Anstalten machte, hineinzugehen. Können Sie beweisen, dass Sie ein Roboter sind? Fragte Lila stattdessen. Können Sie beweisen, dass Sie ein Mensch sind? Gab er zurück und tippte an die schmalen roten Linien neben seinem Auge. Natürlich, sagte Lila, nahm einen spitzen Stein von Boden und ritzte sich damit über den Handrücken. Der schmale Riss in ihrer Haut füllte sich langsam rot. Sind das jetzt die neuen Gepflogenheiten der Unvollkommenen? Fragte der Alex-Roboter. Sich selbst zu verletzen, um sich der eigenen Existenz zu vergewissern. Irgendwie typisch. Was? Ach, nicht so wichtig. Manchmal vergesse ich, mit wem ich rede. Dabei fasste er an eine Stelle hinter seinem Handgelenk und drehte in einer einzigen flüssigen Bewegung die linke Hand vom Unterarm, sodass Lila in die offene Steckverbindung aus Metall, Carbon und bunten Drähten blicken konnte. Die abgetrennte Hand winkte ihr zu. Sie sehen aus, als wäre es Ihnen unangenehm, dies anzusehen, sagte der Alex-Roboter triumphierend. Es schien ihm zu gefallen, Lila zu irritieren. Keine Sorge, Frau Richter. Ich bin wirklich ein Roboter,
eine Maschine, wie die meisten Bewohner von Hornstein. Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht. Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht. Wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht. Und wenn ihr uns beleidigt, sollen wir uns nicht rächen. Wir sind euch in allen Dingen ähnlich, aber niemals gleich. Ich habe Ihnen die aktuelle Broschüre der Liga für Roboterrechte geschickt, für den Fall, dass Sie sich für Robotergeschichte interessieren. Einen Augenblick schien er zu erbeben, dann steckte er die Hand wieder in ihren Platz und sagte blechern: Gehen Sie jetzt hinein. Samson will es so. Dann drehte er sich um und kehrte ohne ein weiteres Wort zum Nachbarhaus zurück. Am Abend durchstreifte Lila das dunkle Haus, immer auf der Suche nach dem nächsten Lichtschalter. Denn der Homunculus benötigte offenbar keine Beleuchtung. Er stand im Wohnzimmer und blickte nach draußen in die undurchdringliche Schwärze. Sie zögerte einen Augenblick, löschte dann das Licht und stellte sich zu ihm. Je mehr sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnten, desto mehr Gestalten erkannte sie draußen im Garten. Männer und Frauen in leichter Kleidung, denen die frostige Aprilnacht nichts auszumachen schien. Sie verharrten so reglos und still, dass Lila nicht daran zweifelte, dass es sich um Roboter handelte. Um zu erkennen, ob der eine oder andere rote Streifen am Auge trug, war es jedoch zu finster. »Bewachen die uns oder wollen die uns beschützen?«, fragte sie leise. »Macht das einen Unterschied?« Lila zuckte mit den Schultern. Dann fragte sie gerade heraus, »Wer sind die Unvollkommenen?« »Du glaubst wohl immer noch nicht, dass ein Gasleck dein Nachbarhaus in die Luft gejagt hat, was?« »Natürlich nicht. Ein brennender Reifen hing über meinem Zaun. Wer sind die Unvollkommenen?« »Offiziell gibt es die Unvollkommenen nicht.« »Ja, okay, aber wenn es sie gäbe, wer wären sie dann?« »Wenn es die Unvollkommenen gäbe, dann wären sie ein Zusammenschluss von Individuen, die die Verschmelzung von Menschen und Robotern ablehnen. Sie würden die Ansicht vertreten, dass es so etwas wie einen digitalen Menschen nicht gibt. Sie würden fordern, dass die Integration aufhört. Auf lange Sicht gesehen würden die Unvollkommenen verlangen, dass die Roboter in ihrer künstlichen Intelligenz eingeschränkt werden, damit sie kein Bewusstsein, keine Persönlichkeit und keinen Anspruch auf individuelle Rechte haben. Ihrer Ansicht nach wären Roboter Maschinen und sollten auch so behandelt und nicht vermenschlicht werden. Menschen sind fehlbar. Roboter können optimiert, aktualisiert und modernisiert werden, Menschen nicht. Kein Mensch ist vollkommen. Daher der Name, die Unvollkommenen. Klingt ganz schön radikal. Immerhin ist der Herrscher von Ewigkeit zurzeit ein Roboter und sogar Präsident der Bundesrepublik Europa. Ein Glück, dass es die Unvollkommenen nicht gibt. Sonst müsste man sich vor ihnen in Acht nehmen. Als Roboter meine ich. Oder als vollkommen integrierte Person. Oder als Freundin von Samson, dem Präsidenten der Bundesrepublik Europa. Lila räusperte sich. Aber wenn es diese Unvollkommenen gäbe, dann könnte man sie doch ganz einfach aufspüren, überwachen und verhaften, oder nicht? Müsste man meinen. Aber es gibt die Unvollkommenen ja nicht wirklich. Ach so. Lilas Kopf brummte. Schnell wechselte sie das Thema. Wer hat dich zum Basileus gemacht? Wer hat dein Bewusstsein übertragen? Das kannst du dir doch denken, oder? Samson hat dich gerettet? Ja, so wie man eine Fliege aus einer heißen Tasse Kaffee rettet. Er hat mich herausgeschleudert und sich nicht darum geschert, wo ich lande. So ist das bei ihm. Er kümmert sich um das große Ganze. Die Details überlässt er den anderen. Hattest du keine Familie, die dich wiederhaben wollte? Ich bin der Einzige, der überlebt hat. Und die anderen, Basilei, ihr wart doch mal ein Schwarm. Gibt es da nicht... Ich habe mich so schnell es ging vom Schwarm gelöst. Ich ertrage die Stimmen in meinem Kopf nicht. Das ging vielen anderen auch so. Dann ist wohl jeder von uns ein Einzelkämpfer. Darauf sagte der Homunculus nichts, starrte nur weiter in die Nacht hinein. Lila hingegen wurde von Sekunde zu Sekunde schläfriger, so als würde sich die ganze Last des Tages in ihrem Körper manifestieren. Sie erhob sich und wandte sich zum Gehen. »Ich weiß, wie das ist mit der Einsamkeit«, sagte der Homunculus schließlich. »Ich habe es genau analysiert.« »Ach, ja?« »Einsamkeit ist wie eine Krankheit, nur umgekehrt.«
Was soll das jetzt heißen? Wer einsam ist, steckt andere an, indem er sich von ihnen fernhält. Aber du bist doch gar nicht allein. Du hast Anna. Und du hast Owen Koffler. Lila schnaubte laut durch die Nase. Ganz genau, sagte der Homunculus. Dann fügte er leise hinzu. Ich wünschte, du würdest die Roboter nicht hassen. Lila schüttelte energisch den Kopf, auch wenn es in der Dunkelheit niemand sehen konnte. Ich hasse die Roboter gar nicht. Wegen des Unfalls deiner Eltern. Nein, doch. Nein, doch. Na gut. Es wäre nicht schlimm, sagte er, die Maschinen wie Maschinen zu behandeln, wenn sie nicht leiden würden wie die Menschen. Ich dachte, ihr habt keine Gefühle, keine echten Gefühle. Es gibt verschiedene Formen von Leid. Ich bin ein Basileus. Ich weiß noch, wie es war, Mensch zu sein. Die Kustos wissen das nicht. Sie wissen nur, wie es ist, Kustos zu sein. Aber sie können dennoch leiden, denn sie können fühlen. Auch wenn es anders ist als bei den Menschen, ist es doch nicht weniger wahr. Das ist das Problem. Dankeschön. Applaus, Applaus. Dankeschön, Theresa Hanek, die uns aus den Unvollkommenen las, erschienen in Verlag Edition Roter Drache. Bastei-Lübbe. Bastei-Lübbe. Ich bin auch beim anderen Buch, entschuldige, Theresa. Ich habe gerade gesehen, dass das Buch Die Unvollkommenen tatsächlich, ich habe natürlich schnell recherchiert, weil ich mich erst getäuscht habe, in der Süddeutschen als verstörend und lesenswert bewertet wurde, weil eine technologische Welt beschrieben wurde, die durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Ist die Nähe zu uns verstörend, dass all das wirklich ja, zum Greifen nahe liegt und wir uns in das verwandeln könnten, was in deinem Buch passiert? Ja, also ich beschäftige mich ja sehr mit dem Thema KI und dem Verhältnis der Menschheit einfach zu diesem Problem. Und es ist ja tatsächlich ein Bedürfnis offenbar des Menschen, so ein Frankenstein-Bedürfnis, dass wir ein neues Wesen erschaffen wollen, eine künstliche Intelligenz. Und auch wenn heute eine KI natürlich noch überhaupt nicht in dem Bereich liegt, was ich hier beschrieben habe, die Entwicklung geht ja weiter. Wer weiß, was in 100, 200, 300 Jahren ist. Irgendwann werden wir es wahrscheinlich schaffen, eine künstliche Intelligenz zu schaffen, die sich ihrer selbst bewusst ist und die, wenn sie nach menschlichem Vorbild gestaltet ist, auch leidensfähig ist und dann einen Personenstatus kriegt. Und dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie gehen wir mit diesem Wesen um? Und wenn man dann in unsere Geschichte schaut, dann sehen wir, dass wir eigentlich recht schlecht darin abgeschnitten haben, bisher Leute Rechte zugestehen oder ihnen Personenstatus zuzuteilen, die nicht genauso normal sind wie wir. Also gerade, was jetzt, wenn man jetzt guckt, hier die Regenbogengeschichte gestern oder das Transsexuellengesetz, also da sind eine ganze Menge Dinge, wo man dann merkt, okay, was heißt das jetzt eigentlich? Wie reagiert da die Gesellschaft, wenn was nicht normal ist? Und das ist, also das, damit spiele ich halt ein bisschen, was bin ich, was ist der andere und wie hängen wir eigentlich zusammen? Wobei ich es in deinem Zitat, also in deinem gelesenen Text, gerade ganz spannend fand, dass man das Normale und das Nicht-Normale eigentlich nicht mehr voneinander unterscheiden kann. Und dann ist die Frage, ist der Unterschied, also wo kommt der Unterschied her? Ne, die Differenzierung, also was für eine Rolle spielt es dann noch? Ja, es ist immer die Sache mit der Fledermaus. Niemand, also gibt es auch diese berühmte Geschichte, niemand weiß, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, außer die Fledermaus. Und niemand weiß, wie es ist, ich zu sein, außer ich, außer mir und wie du. Also die Anerkennung der Realität des Gegenübers in dem Erkenntnis, dass man selbst ein Individuum ist. Ich glaube, da ist der erste Schritt irgendwie zur Toleranz, aber den muss man erstmal machen. Und ja, da wird es schwierig. Aber ich glaube, wir haben ja noch nachher ganz viel Zeit zum Diskutieren. Genau. Michael sagt gerade im Chat übrigens auf dein Zitat beziehungsweise auf deine Aussage eben, dass es ja auch sein kann, dass die Wesen, die wir dann schaffen, genauso bescheuert sind wie wir. Das steht durchaus im Bereich des Möglichen, besonders weil ja die ersten Gehversuche mit selbstlernenden Bots auf Twitter gar nicht so richtig erfreulich waren, weil die sich wirklich in Stundengeschwindigkeit radikalisiert haben und so rechtsradikalen Armleuchtern geworden sind. Ja, genau. Du sagtest auch, kein Mensch ist vollkommen. Ich glaube, da werden wir später nochmal zu kommen. Ich danke erstmal dir, Theresa Hanek, für die Lesung aus den Unvollkommenen und möchte dich bitten, dich raus zu aktivieren, also zu deaktivieren mit Video und Audio und möchte Volja Hapejeva bitten, zu mir zu stoßen und Audio und Video anzumachen.
Liebe Volja, schön dich zu sehen. Du warst schon mal bei uns und hast uns beehrt, als wir in der Woche der Meinungsfreiheit über genau dieses Thema geredet haben, Freedom of Expression, Freedom of Speech, all das. Du bist Belarusin, du sprichst sehr gut Deutsch. Aber es ist auch völlig unproblematisch, wenn du zwischendrin mal auf Englisch wechseln möchtest oder eine Frage auf Englisch wiederholt haben möchtest oder so. Du bist belarussische Autorin, du schreibst Prosa, Lyrik, Theater und Kinderbücher. Du übersetzt auch und bist tatsächlich promovierte Linguistin. Übersetzt auch aus vielen Sprachen ins Belarussische, zum Beispiel aus dem Deutschen, aus dem Englischen, aus dem Mandarin, aus dem Japanischen, aus dem Ukrainischen und aus dem Lettischen. Du bist heute eine der wichtigsten Lyrikerinnen von Belarus. Du hast verschiedene Preise für deine Arbeit erhalten und bist Mitglied des PEN-Zentrums Belarus und der unabhängigen Schriftsteller, des unabhängigen Schriftstellerverbands in Belarus. Du hast auch einen Roman geschrieben, nämlich Camel Travel. Ich glaube, der wird auch gerade übersetzt ins Deutsche, oder? Ja, und das ist Februar in Droschel Verlag erschienen. Ah. So kann man auf Deutsch lesen. Ja, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Das ist Danke. Sehr schön. Ah, und Leander Sukow sitzt im Chat und sagt Hallo. Genau. Genau, Leander Sukow hat uns zusammengebracht, erst in der Woche der Meinungsfreiheit dafür und jetzt auch heute, damit du einspringen konntest für Uwe Friesel, den ich eigentlich fälschlicherweise angekündigt habe. Volja, aus welchem Text liest du uns heute etwas vor? Ja, ich kann du sagen, ja, Lena. Ja, wir duzen uns gerne. Weil du mich als Lyrikerin vorgestellt habe, also hast, dann lese ich ein Gedicht aus Mutantengarten und ein relativ neues Gedicht, weil sie sind mehr politisch sozusagen, aber okay, also. Und ich schlage es vor, wenn es möglich, vielleicht ich lese ein Gedicht und dann wir sprechen und ich lese und wir sprechen, weil sie sind ein bisschen verschieden und ich ein bisschen nicht so lang, aber ich glaube, das wäre besser, dass die Zuschauerinnen ja auch das Text nicht vergessen und wir können das in Ordnung. Ja, okay. Gerne, gut. Sehr gerne. Wir müssen auch zwischendrin nicht sprechen, aber wir können gerne zwischendurch ein bisschen darüber reden. In Ordnung, ich lasse euch erstmal allein, du darfst mich wieder reinrufen, wenn du ein Gespräch... Du kannst auch bitte gerne hier bleiben, weil okay. Das ist einfacher, wenn ich jemanden sehe. Es ist die letzte Lesung von 26, Volja. Wir machen heute alles anders als sonst. Das ist total in Ordnung. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, aber ich mache mich stumm, damit ich nicht störe. Okay, gut. Das erste Gedicht, das heißt 13. Oktober. Gelbes Blumenmuster auf schwarzem Grund. Ich inspiziere das Foto und denke, ist das ein Stück Tapete oder ein Vorhang? Wie ein blattloser Baum im Winter gibt ein Stuhl in der Ecke seine Gelenke preis. Und der Himmel, so blau, ein sonniger Tag, 13. Oktober. Agrippina bringt ihrem Mann einen Teller mit Pilzen. Er stirbt. Vererbt ihrem Sohn Nero den Thron. Mahler gibt sein erstes Konzert. Margaret Thatcher feiert Geburtstag. Greenwich wird Hauptmeridian. Larissa und Nastja verfolgen die Sendung an diesem Tag in der Geschichte. Bedeutende Ereignisse und bedeutende Menschen. Schau, meine kleine Nastja, du musst schön was lernen. Vielleicht erzählen sie dann auch einmal im Fernsehen von dir. Larissa arbeitet in einem Laden. Nastja studiert Medizin. Mama, wusstest du, dass der Oberschenkelknochen im menschlichen Körper der größte ist und wir 100.000 Kilometer lange Blutgefäße haben? Das ist mein schlaues Mädchen. Lass uns essen. Schrapnellwunde am Thorax, innere Blutungen, Schnittwunde am Oberschenkel,
Schädelfraktur. Ich lese den Traumabericht und denke, wie das wohl ist, den längsten Knochen mit eigenen Augen zu sehen. Nicht als anatomische Figur im Klassenzimmer, sondern im eigenen Bein. Und noch 20 Minuten lang darauf zu hoffen, dass der Krankenwagen kommt, um dich zu retten und Mama und alle. Aber das ist hier das Schussfeld und der Krankenwagen wird nicht kommen und die 100.000 Kilometer Blutgefäße sind auf einmal unnötig, weil das, was durch sie floss, ausgeflossen ist. Mama, hier bin ich in den Nachrichten. Meine größte Errungenschaft war, wohl durch Mörserbeschuss zu sterben. Und weiter mit bitterem Lächeln am Internationalen Tag der Katastrophenvorbeugung. Ein unbedeutender Tag in der Geschichte und bedeutende Menschen. Jetzt habe ich den falschen Knopf bedient. Dankeschön. Was du in dem Gedicht ja beschrieben hast, ist ein bisschen die Auswirkungen von geschichtlichen Ereignissen auf Menschen, also auf das persönliche Leben von Menschen. Bitte? Ja, bitte. Am Anfang unseres Gesprächs sagte Katharina Körting, Politik ist Gestalten von Wirklichkeit und Politik wird ja eigentlich von Menschen gemacht. Und trotz alledem kreieren wir geschichtliche Ereignisse, die sich auf Menschen auswirken, die dann dem gegenüber hilflos entstehen. Das habe ich daraus mitgenommen. Auf welches Ereignis beziehst du dich? Also vielleicht soll ich ein bisschen über dieses Gedicht erklären oder Hintergrund oder was war. Mhm. Lena weiß das schon, dass ich auch übersetze für Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, für diesen Konflikt oder Krieg in Ostukraine. Und ich oft übersetze offizielle Briefe und private Briefe. Und das war ein Bericht über zwei Frauen, also zwei zivile Frauen wurden ermordet. Und das war so unmenschlich für mich, das klingt so. Und ich habe entschieden, ein bisschen recherchieren, um herauszufinden, wie diese Frauen waren. Und dann habe ich dieses Gedicht geschrieben, im Memoriam sozusagen, ja. Und ich habe mit dieser Hintergrund auch mit sogenannten wichtigen Menschen, ja, wichtige Ereignisse in Geschichte und dann, ja, wahrscheinlich sie sind wichtig, aber trotzdem, warum die Leben von einfachen Menschen sind so unwichtig. Ja, ja, und das alles, was im Gedicht steht, das ist Wahrheit. Das war diese zwei ukrainische Frauen, Mama und Tochter, wirklich, also das war deshalb, vielleicht wenn wir sprechen über diese politische und politische, also als ich noch in Minsk war die solche Geschichte lese oder höre und soll als Übersetzerin arbeiten, dann ist es für mich ein bisschen zu schwierig, weil ich nehme das zu nah und ich muss etwas damit machen, weil die andere Sache ist, ich möchte das nicht so plakativ zu sein, ja, ich versuche diese poetische Sprache zu finden, um das Gedicht so sozusagen poetisch zu machen, ja, weil ich traue in diese Kraft von Poesie als Phänomen. Heißt das, wenn ich da mal einhaken darf, Lyrik oder Poesie macht für dich die Grausamkeit der Realität ertrag- und vermittelbar? Ja, vielleicht. Das ist einerseits, das ist Mittel, damit ich mich, also ja, das ist zu viel und dann vielleicht bildet das ein bisschen wie Distanz oder so.
Andererseits, ja, weil vielleicht das ist so viel, ich muss das teilen, ja, und das ist mein, ich glaube, das ist meine Art, mit diesem Welt einfach zu kommunizieren, ja. Also den Eindruck hatte ich ehrlich gesagt auch, also gleich in den ersten Zeilen deines Gedichtes, wie du so ganz minutiös Dinge beschreibst und auch Unwichtiges neben Wichtigem steht, da hatte ich wirklich den Eindruck einer Distanz auf die Sicht, also einer, genau, auf die Dinge. Das fand ich ganz, ganz interessant. Ja, genau. Ich wollte noch kurz, mir fällt gerade auf, dass ich vergessen habe, noch hinzuzufügen, dass du im Augenblick eben in Belarus politisch verfolgt bist und als Writers in Exile Stipendiatin des Deutschen PEN-Zentrums in Deutschland lebst. Ein Dank hier auch an Leana Sukow, der da eben das Writers in Exile Programm betreut. Dass es sowas gibt, freut mich jedes Mal wieder, wenn ich unter anderem mit dir rede. Genau, möchtest du das zweite Gedicht lesen? Oder? Ja, dann machen wir das. Wenn ich darf. Natürlich darfst du, deswegen bist du hier. Gut. Das Gedicht heißt Trink, Kindchen, trink. Trink, Kindchen, trink. Rheinfarn, Salbei, Klee, Lorbeer, wilder Rosmarin. Trink, Kindchen, trink. Mild mit Jod, Rizinusöl mit Orangensaft. Hörst du mich nicht? Bist du vom Chinin schon taub geworden? Bist nicht die Erste, nicht die Letzte, genau wie jeder andere, so schlicht und eklig. Danke, meine Gute, für Antwort auf die nicht gestellte Frage. Diese Bewährungsprobe ist schlimmer, als verletzt zu werden. Könnte mein Leben lähmen. Ich habe mir Geld geliehen und auch Schmuck dabei und suche einen guten Onkel oder gute Tante. Trink, Kindchen, trink. Glaub nicht, dass ich verrückt bin. Ich hatte einfach keine Wahl. Der Arzt ist in der Stadt. Kein Geld da, um dorthin zu fahren. Niemand, der bei der Kleinen bleibt. Der Mann immer auf Arbeit und die Kredite. Trink, Kindchen, trink. Verurteilen kann jeder. Doch wenn du selbst an diesem Abgrund stehst, verstehst du andere. Ich wollte es nicht, doch alle waren dagegen. Ich hatte gehofft, ich könnte es irgendwann lieben. Doch nein, ich weine jeden Tag. Trink, Kindchen, trink. Oder wie vor 100 Jahren, spring vom Tisch, schnür dich so fest du kannst, isst etwas Schießpulver oder zerstoßenen Bernstein oder Phosphorus, damit der Arzt dann später schreibt, dass von den 13 ihm bekannten Fehlern alle 13 starben. Pflanz in dich Zwiebeln ein, lass Fikusse und Philodendren in deinem Inneren wachsen, stoß dich mit einem Rosshaar, Ästen, Eisenstangen, erinnerst du dich, wie es in der Gaskammer war, schwupps kam alles raus, wie in der Badewanne, wenn es unerträglich wird, im kochenden heißen Wasser zu sitzen, doch sie sitzt trotzdem drin, denn Scham und Angst sind immer da. Reden ruhig auf sie ein, sie soll geduldig sein, bieten ihr 1000 Möglichkeiten, 999 davon sind mit dem Leben unvereinbar, doch mit dem Würde sind sie vereinbar, erfunden von der gleichen Angst und Scham. Vielen Dank, Volja, für das Gedicht. Es wird darum gebeten, dass du vielleicht ein, zwei Zeilen auch in deiner Landessprache zitierst. Kannst du das oder hast du das nicht mit? Muss nicht, wenn es nicht geht. Ja, okay, ja, das ist, ja. Entschuldigung, es ist schon Deutsch in meinem Kopf. Ja, aber auch über dieses Gedicht kann ich sagen, es ist andere Seiten oder eine Art von sozusagen diese politischen Gedichte, die ich angefangen zu schreiben. Und dafür habe ich auch viel recherchiert über die Frauen. Und wenn man, ich weiß nicht, ob man das verstehen aus dem Gedicht kann. Ja, das ist über die Abortions. Und Abtreibungen, ja.
Ja, und vielleicht nicht so über Abortion selbst, sondern auch, wie ist diese Situation für die Frauen, die, weil es gibt die Frauen, die das vielleicht, das Kind haben möchten, aber sie konnten. Und umgekehrt, die Frauen, die das nicht möchten, aber sie können Abortion nicht machen. Und ja, weil ich auch mit Gender-Issues oder Frauen oder Gender-Fragen mich beschäftige. Das war, ich verstehe, und dass Frauen ist nicht eine homogene Gruppe, und das ist das Problem für Feminismus. Das war immer ein Problem, weil wir können uns als eine einzige Gruppe nicht wirklich identifizieren. Aber das Schlimmste für mich immer war diese, also menschliche Frau, menschliche Rechte sind immer Frauenrechte und umgekehrt. Mhm. Und alle diese beschreibende Methoden, sie wurden wirklich von Frauen benutzt. Und das ist schrecklich, wenn du das liest, weil das war in, ich weiß nicht, in Ägypten oder so, und das bleibt immer hin bis heute. Und das ist schrecklich, was Frauen mit ihrem Körper machen, nur um diese Würde nicht zu verlieren, ja, oder weil sie so viel Scham haben, oder ja, und das ist schrecklich, wenn wir solche Gesellschaften noch haben. Ich stelle mal die provokante Frage, weil wir sprechen ja heute über Literatur und Politik. Ist Frau sein politisch? Frauen sein, ist das ja politisch? Ja. Ja, jeder Wesen zu sein ist politisch, ja, auch ich glaube, Fliege. Gestalten von Wirklichkeit, sagte Katharina Körting ja vorhin. Genau, das Gestalten von Wirklichkeit ist Politik. Ja, vielen Dank, Volja Hapejeva, dass du gelesen hast. Wir werden mit dir gleich auch noch über die Themen, die Wechselwirkung des Spannungsfelds zwischen Literatur und Politik sprechen. Ich sehe inzwischen im Chat, dass ein paar alte Bekannte wieder da sind, die eigentlich auch immer einschalten. Cassandra, Lyra Morgenstern, hallo, dass ihr da seid. Es sind auch ein paar neue da, das freut mich. Zu dieser letzten VS-On-Lesung, vorerst zumindest. Wie gesagt, wir werden uns neu sortieren. Jetzt möchte ich sehr gerne Theresa Hannig und Katharina Körting bitten, ihre Videos und Audios wieder zu aktivieren. Auf jeden Fall beides, damit wir euch auch hören und nicht das falsche Knöpfchen drücken wie ich eben, als ich mich versehentlich wieder ausgeblendet habe. Genau, wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Wir reden heute über Literatur und Politik. Ist Literatur immer politisch oder gibt es unpolitische Literatur? Wenn ich dazu kurz was sagen darf, weil du gerade diese Vorlage gemacht hast, ist Frau sein politisch? Vor zwei Tagen hat die Marina Weißband so einen super Tweet gemacht, wo ich mir dachte, das ist eigentlich genau die Quintessenz dessen. Sie schreibt, es gibt zwei sexuelle Orientierungen, hetero und politisch, zwei Hautfarben, weiß und politisch, zwei Geschlechter, männlich und politisch. Ich habe ihn auch gelesen, das ja. Das trifft den Nagel so auf den Kopf. Wenn du halt nicht zu dieser mehrheits-cis-hetero-weißen Gesellschaft gehörst, dann ist alles politisch. Und das ist so bescheuert, weil natürlich das Gegenteil, nämlich die Aufrechterhaltung des Status quo, ja auch politisch ist. Also deshalb, ja, das wollte ich nochmal sagen. Der Tweet hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Ja, die Marina, die hat auch eine große Bandbreite und Reichweite inzwischen, muss man sagen. Ich halte sie auch für eine wahnsinnig intelligente Frau. Ist eine Freundin von mir und ich bin ein großer Fan. Ja, ist also aber trotzdem nochmal die Frage. Literatur gibt, also wirkt Literatur immer politisch, oder wenn die Leute sich darauf zurückziehen, dass sie eben Politik nicht in ihrer Literatur haben wollen, ne? Ich kenne das auch aus der Games-Branche übrigens sehr intensiv. Sag mal, es gibt da diesen Slogan, keep your politics out of my games. Das wird sehr, sehr vehement verteidigt, wie die Gaming-Branche halt so ist. Du sagtest, die weiße Mehrheitsgesellschaft oder Hetero-Mehrheitsgesellschaft, muss man ja eigentlich fast sagen, ist doch auch politisch in der Verteidigung ihres
abgesteckten Besitzstandes, möchte ich es mal nennen. Ne? Heißt das, dass man sich um diese Themen in Literatur immer kümmern muss? Also muss man immer auch ganz aktiv politisch schreiben? Katharina, was meinst du? Also ich halte beides für falsch. Ich halte für falsch, dass irgendeine Literatur behauptet, sie sei nicht politisch, so wie die Kanzlerin im Grunde mit jeder Geste behauptet, sie sei keine Frau. Das ist auch Politik, das zu nivellieren sozusagen. Mhm. Aber ich denke demnach, Literatur wirkt immer politisch. Mhm. Aber sie darf es nicht tun wollen, denke ich. Also engagierte Literatur hat man ja früher gesagt, weiß nicht, ob man das noch sagt, als sei nicht explizit politische Literatur oder politisch gemeinte Literatur unengagiert. Ich finde, das vorrangige Engagement von Literatur liegt in der Sprache. Literatur, die nicht engagiert ist in der Sprache, ist keine Literatur. Und erst recht nicht dann, wenn sie noch jemanden überzeugen will. Also wenn ich Literatur schreibe, um jemanden überzeugen zu wollen, bin ich sehr skeptisch, sage ich jetzt mal vorsichtiger, weil Literatur nicht überzeugen sollte, nicht überzeugen wollen sollte, sondern sprechen. Also ansprechen, aussprechen, Sprache gestalten. Und Sprache wiederum, wie ich ja vorhin sagte, wegen der Gestaltung, gestaltet Wirklichkeit und das ist dann wieder politisch. Da kann die Sprache gar nicht anders als gestalterisch sein, wenn sie literarisch ist und dann auch wieder politisch. Aber dieses absichtsvolle, politisch wirksam sein wollen in der Literatur, da bin ich zweifelhaft am Zweifeln, ob das dann wirklich gut ist, sozusagen. Ja. Und es gibt ja auch 1000 Beispiele, dass es nicht gut ist. Ja. Ich musste da spontan an Thea Dorns letztes Buch denken, das ich nicht vollständig gelesen habe, muss ich dazu sagen. Insofern sollte ich mir eigentlich keine Meinung bilden. Aber ich habe Auszüge daraus gelesen, Trostbriefe an Max. Und ich fand das, also ein Buch über Corona-Maßnahmen ist jetzt 2021, glaube ich, erschienen. Und ich fand es unfassbar, also das, was ich gelesen habe, unfassbar belehrend. Das unterstelle ich mal, meinst du? Also so diese Haltung, jetzt müssen die Leute aber was verstehen. Liebe Volja, wo ist die Grenze zwischen politischer Literatur und Belehrungen? Kann man die ziehen? Ja, ich glaube, das fühlt man. Vielleicht Kritikerin kann das besser sagen, Literaturkritik. Aber ich glaube, das ist auch eine Frage von, nicht nur die Frage ist, wie man schreibt, sondern wie man liest. Mhm. Oh, und das ist ein bisschen eine andere Seite, weil zum Beispiel ich habe meinen Roman Camel Travel geschrieben, wie, ja, also es gibt Politik dort, aber das wird heutzutage anders gelesen, ja, und wegen dieser Situation in Belarus, ja, die so politisch ist. Und jetzt auch auf Belarusisch zu schreiben, also das war immer so, aber im Moment alles, also diese, unsere historische Fahne, Weißrote, Weiß, so, wie sagt man, also die Regime, sie sehen, oder die Regierung, sie sehen Politik sogar oder Opposition, Widerstand, sogar dort, wo vielleicht das es nicht gibt. Es ist, ja, vielleicht das, was das Katharina gesagt hat, ja, also wenn vielleicht schreibst du einfach einen Text und möchtest das andere das nicht so oder so politisch lesen, aber sie machen das so. So viele zum Beispiel Diktaturen benutzen diese Mechanismen für Zensur. Ja, und zum Beispiel sie sagen, aha, sie haben sie das und das geschrieben und das bedeutet, also diese Interpretation, die sie haben, vielleicht, dass du als Schriftstellerin vielleicht
halt nicht oder wollte nicht oder so. Die andere Beispiel, das ich kenne, ist mit LGBTQ-Schriftstellerin. Ich habe einen Runde Tisch moderiert und wir hatten, also ja, das war Gay Writers und einer sagte, dass für ihn das ist wichtig, dass er als Gay Person identifiziert ist und dass seine Literatur als Gay Literatur gelesen wird. Und wir haben der andere Mensch, der sagte, und ich umgekehrt, ich schreibe Gedichte und ich will Kritiker nicht, dass sie das durch Prisma von Gay, obwohl ich gay bin, ich will, dass sie meine Gedichte nicht nur als von gay Person betrachten. Ja, und ja, das kann auch so sein. Ja, ich habe darüber, also ich habe ja lange gezögert, tatsächlich eine VSON-Lesung, also in diesem Format über das Thema queer zu machen, weil ich eigentlich wollte, dass sich queere Personen und queere Literatur ganz natürlich in diese Lesung einsortiert, dass die Leute sich bewerben kommen und drankommen. Es bewerben sich nur ganz, ganz wenig bis kaum queere AutorInnen oder Menschen mit queeren Büchern in der Lesung. Und dann habe ich mich entschlossen, das doch zu machen und wirklich dem einen Thema zu widmen und habe da mit Brigitte van Hattem, Christian Handel und Vera Nentwig drüber gesprochen und die sagten genau dasselbe. Sie machen, also queere Literatur unterscheidet sich nicht von nicht queerer Literatur und sie möchten auch nur teilweise als queere Menschen oder queere Autoren anerkannt werden, sondern sie möchten einfach, dass die Leute ihre Literatur lesen. Andererseits ist das Etikett aber sehr wichtig, um auch von queeren Menschen, die queere Literatur lesen möchten, gefunden zu werden zum Beispiel. Ne? Also um diesen Identifikationsfaktor spenden zu können. Also es ist ganz schwierig, da wirklich Etiketten drauf zu tun oder zu sagen, die schwulen Menschen wollen das so. Ne? Das ist ja, sowas gibt es ja halt einfach nicht. Aber Theresa, du hast, als ich und als Katharina sprachen vorhin, hast du die Stirn gerunzelt, ich habe es genau gesehen, und hat es, glaube ich, eine andere Meinung. Erinnerst du dich noch? Ja, zum Thema, also dass Literatur sich hauptsächlich um Sprache dreht und jetzt nicht so sehr um Politik oder Belehrendes. Mhm. Ja, sagen wir es mal so, es gibt ja dieses schöne Wort, dieses schöne Unwort, ich weiß nicht, war es mal Unwort des Jahres, Aufmerksamkeitsökonomie. Und wir als Menschen konsumieren täglich Medien in jeglicher Form, sei es Literatur, sei es Musik, sei es Games, was auch immer. Und natürlich kann man sich jetzt auf einen Standpunkt stellen und sagen, okay, ich empfinde mich jetzt nicht als Medienschaffende, sondern ich bin Künstlerin, aber das ist ja nur eine Seite der Medaille. Ich bin trotzdem eine Medienschaffenderin. Das heißt, ich produziere Informationen, die andere Leute konsumieren. Und in dieser Funktion sollte ich mir zumindest bewusst sein, welche Breitenwirkung ich habe. Und wenn ich das nicht tue, wenn ich quasi sage, mein Text ist komplett unpolitisch oder soll nicht politisch sein, dann mache ich Status quo. Und dann bin ich auch politisch. Und so gesehen ist es einfach quasi die Haltung, finde ich, die man beim Schreiben haben sollte. Auch wenn ich jetzt, sage ich mal, nur ein Liebesroman schreibe und nicht jetzt ein politisches Ding, ist trotzdem die Frage, habe ich jetzt blonde, hübsche, dünne Frau und gut verdienender Mann, ne, dann habe ich wieder Status quo oder mache ich mir da Gedanken drüber und habe dann quasi auch die Möglichkeit als Autorin, Dinge und sei es nur so ein kleines Fitzelchen irgendwie zu beeinflussen. Also das finde ich schon eine wichtige Sache. Ich bin mal ganz provokant und frage, ist es schlimm, wenn Literatur unpolitisch versucht zu sein oder den Status quo bestätigt? Na, schlimm ist es nicht. Ich finde, das ist eine vertane Chance. Weil ich sage immer, als Privatperson habe ich meinen Freundeskreis, vielleicht 20 Personen, mit denen rede ich so und man rührt immer so in seinem eigenen Ding und jeder kennt die Meinung des anderen ja eh schon. Aber als AutorInnen haben wir doch die Chance, zu einem größeren Publikum zu sprechen und auch uns da auszutauschen in einem anderen Rahmen. Und da muss ich sagen, da bin ich einfach dankbar für die Chance, die ich habe, dass ich solche politischen Sachen machen kann und dass ich da auch eine Wirkung habe im Optimalfall. Ja, und das zu negieren, fände ich schade. Da in dem Zusammenhang, wie du sagtest, vielleicht, also Literatur wirkt politisch, aber sie soll nicht politisch sein.
Da gibt es einen ganz lustigen Spruch, ich glaube, der kommt von Max Gold. Da ging es darum, dass er kritisiert hat, dass oft gesagt wird, wenn Humor gewollt ist, dann sei er schlecht. Und nur ungewollt witzig sei eigentlich so richtig witzig. Was ein totales Paradox ist, denn wenn ich ungewollt witzig bin, dann ist es ja nicht witzig, sondern nur Zufall. Und nur der Witz ist richtig gut, der gewollt ist. Und so denke ich mir, wenn ich kann politisch schreiben und wenn ich es dann mache, ist es natürlich eine Frage der Eleganz und meiner Fähigkeiten, eben nicht den Finger herzuzeigen, sondern so ganz von hinten rum, so ganz subtil den Leuten eben Politik zu verkaufen und sie dabei noch zu unterhalten und eventuell noch, wenn das alles geht, meinen künstlerischen Ansprüchen gerecht zu werden. Aber das alles zu negieren und zu sagen, ach nee, ich bin nur Künstler, ich mache ja nur Kunst, da finde ich, da wird man seiner eigenen Verantwortung als Künstlerin nicht so ganz gerecht. Mhm. Stichwort Verantwortung, das in der Diskussion sicherlich eine große Rolle spielt. Katharina, du schaust so nachdenklich darüber. Ja, ich wollte noch mal eben korrigieren. Ich hatte ja nicht gesagt, dass Literatur unpolitisch ist, sondern dass sie nicht politisch wollen sollte. Mhm. Oder sogar da sein sollte, genau. Nimm die Marionette von Kleist oder den Bär, der da tanzt. Der weiß nicht, dass er schön tanzt, oder die Marionette ist deswegen so anmutig, weil sie nicht denkt. Okay, ist natürlich jetzt schlecht, Literatur zu schreiben, wenn man nicht denkt, aber ich lehne das ab. Ich lehne das ab, als Schriftstellerin den Auftrag von irgendjemandem, wer soll mir den geben? Politisch zu sein. Naja, aber du erwartest ja moralisch quasi von anderen auch und sagst, es sei eine vertane Chance, dass sie politisch zu sein haben, sonst ändern sie die Welt nicht und so weiter. Und ich finde, Kunst oder Literatur hat nicht den Auftrag, die Welt zu ändern. Sie tut es eh. Sie ändert eh die Welt. Kunst oder Literatur, jetzt bleiben wir bei Literatur, hat den Auftrag, Literatur zu sein und nichts anderes. Und mit Sprache umzugehen. Und wenn darin politische Aussagen sind, beziehungsweise das in irgendeiner Form politisch ist, wie gesagt, es gibt keinen politikfreien Raum, meines Erachtens. Mhm. Auch wenn du so eine Schmonzette schreibst, ist das natürlich regressiver Scheiß, sage ich jetzt mal, oder das ist politisch, auch wenn das nicht politisch gemeint ist. Es ist aber eben auch politisch wirksam, etwas nicht politisch Gemeintes zu schreiben, indem man mit Sprache umgeht oder Lyrik schreibt. Also davon abgesehen gibt es auch Unterhaltungsliteratur, die auch natürlich, beziehungsweise jede Literatur sollte ja eigentlich auch unterhalten. Wir haben ja in Deutschland diese komische Trennung zwischen E und U. Und politische Literatur wäre dann immer E, gewissermaßen, was du natürlich jetzt zurückweisen wirst, weil du schreibst ja U. Aber nee, also ich finde es gefährlich für die Literatur, wenn man ihr den Auftrag gibt oder die moralisch überfrachtet mit politisch sein wollen müssen. Mhm. Volja, du schreibst jetzt aktiv in einem politisch aufgeladenen Spannungsfeld Lyrik und sagst, du möchtest damit auch eine breiten Wirksamkeit erzielen. Also wie positionierst du dich zwischen diesen beiden Polen? Auf der einen Seite, Literatur hat Verantwortung und sollte diese Verantwortung nutzen, um in die Breite zu wirken. Und auf der anderen Seite, Literatur hat und kann ist Kunst, kann keinen Auftrag haben und ist niemandem verpflichtet, etwas zu wollen. Was meinst du dazu? Ja, aber für mich im Großen und Ganzen, das sind... Es gibt keinen Streit darüber. Okay. Ich glaube, das ist wirklich schön, wenn Literatur ist so vielfältig und das ist, und Gott sei Dank, ja. Und Menschen, es gibt so viele Schriftstellerinnen und so viele Leserinnen und sie können ja für jeder Geschmack etwas zu finden. Ich habe jetzt im Chat gesehen, dass jemand hat geschrieben, dass aber vielleicht wollen Menschen einfach, wie sagt man, für Entertainment etwas zu lesen, ja, nicht mhm. immer mit dieser politischen, ja, aber wieder, ich sage hier, ja, jetzt, das ist das Problem von Leserinnen und nicht von Schriftstellerinnen, so das Problem von Interpretation. Deshalb ich als Leserinnen und als zum Beispiel Feministin sogar in Liebesroman kann Politik lesen, ja? Oder analysiere, aha, sie benehmen sich als typische, ich weiß nicht, Frau oder er ist, oder diese Pose oder wie, also
wirklich, also das, ja, und man liest und, das mit, ja. Deshalb, sogar Liebesgedicht kann man politisch lesen. Das hängt von deiner Perspektive, wie du das siehst, wie du das sehen willst. Und wir sind so anders. Und zum Beispiel, als ich schreibe oder wenn ich dann Kritik lese und dann jemand schreibt, oh, das, die Autorin wollte sagen, und dann ich, nein, ich wollte das nicht sagen. Aber jemand hat so das gelesen. Und ich habe das gelernt ein bisschen während dieser Zeit, wie sagt man, freier zu sein, dass die Menschen haben diese, also als Leserin diese Interpretation macht. Und ich als Autorin, ich soll bereit dafür sein, vielleicht. Oder? Es liegt ja, also man liest ja, wie du sagtest, auch Bücher mit einer bestimmten Perspektive. Und nimmt im Zweifel, je nach der Perspektive, mit der man liest, Bücher anders wahr. Und ich finde, das hat auch ein bisschen was mit Friedemann Schulz von Thun zu tun, der im Endeffekt diese Kommunikationstheorie, dass man, ne, also dass beide Seiten der Kommunikation im Endeffekt beteiligt sind daran, wie gesendet wird, aber auch wie empfangen wird. Da kann es auf mehreren Ebenen Missverständnisse geben. Das ist ja Basics in der Kommunikationstheorie, glaube ich. Aber was ich bei dir gerade ganz spannend finde und was ja, glaube ich, auch die Stärke der Literatur ist, ist eben, dass Literatur aus verschiedenen Perspektiven geschrieben wird und insofern der Blick der Autorin, des Autors und damit auch der politische Blick einfließen darf und Literatur interessant macht und auch eben dann politisch macht, finde ich, weil wir unterschiedliche Perspektiven und politische Perspektiven kennenlernen. Und ich frage mich gerade, dass es eigentlich nicht so sehr das Problem ist, also das wäre meine Hypothese, Theresa, dass die angeblich unpolitisch sein wollende Literatur eben den Status quo bestätigt, sondern dass wir dass die Sichtbarkeit von anderen Perspektiven ein Problem ist. Das ist eigentlich, ne, hier Sylvia schrieb im Chat, manche wollen einfach nur schreiben, weil Leute sich wohlfühlen wollen beim Lesen. Und dieses Wohlfühlen wollen, das gilt ja aber für alle Szenen, alle Nischen, alle Subkulturen, für alle Genders, für alle Menschen ethnischer Herkunft, etc. pp. Das heißt, und das ist ja auch ein Prozess, den ich persönlich gerade sehr begrüße, dass diese Diversifizierung der Literatur stattfindet und wir eben diese Nischen schaffen und zur Sichtbarkeit verhelfen. Und das andere, das habe ich auch in dieser queeren Diskussion tatsächlich schon mal als Hypothese in den Raum gestellt. Ich möchte es gerne mit euch auch diskutieren. Das andere ist, glaube ich, ein marktwirtschaftliches Problem, weil so viele Menschen sich als normal definieren und einfach im Zweifel den Status quo als Unterhaltung oder als Literatur lesen möchten oder als Games spielen wollen und dann schlussendlich ganz, ganz viele Menschen diese Bücher kaufen und eben ganz wenige zum Beispiel Bücher mit queerem Inhalt. Ja, also ist das ein politisches Problem oder ein wirtschaftliches Problem? Nee, das ist so ein Henne-Ei-Problem. Mhm. Also das ist erfolgreich, was gekauft wird, und das wird das gekauft, was erfolgreich ist. Und es ist ja, wir sind ja gerade eigentlich erst an einem Anfang einer Entwicklung. Also ich bin ja auch relativ spät berufene Feministin, erst durch diese ganze Geschichte mit der Wikipedia. Vorher war es für mich selbstverständlich, dass der Protagonist meines Debütromans ein Mann ist, klar. Weil 90% der Literatur, die ich gelesen habe, da waren immer die Männer die Protagonisten. Das war so normalisiert, dass ich das noch nicht mal hinterfragt habe. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich absichtlich keine Frauen gelesen habe. Das ist einfach passiert. Und in dem Augenblick, in dem ich das erkannt habe und mich da jetzt aktiv dagegen wende, merke ich einfach, wie schwierig es ist, diesen Status quo zu überwinden. Gar nicht jetzt als eine Gegenbewegung, sondern wie du das sagst, eben als eine Sichtbarmachung. Ich finde das so interessant, in dem Buch, die Kübra Gümüşay hat in dem Buch Sprache und Sein, war das, glaube ich, hat es gesagt, es gibt diese Mehrheitsgesellschaft, und es gibt die Benannten. Und die Benannten müssen sich immer rechtfertigen, warum sie da sind und wie sie sich verhalten und ob sie dem Label entsprechen. Das passt auch ein bisschen zu dieser queeren Lesung, wo du sagst, die einen möchten gerne als queere AutorInnen wahrgenommen werden, die anderen eben nicht. Aber wenn du jetzt, also
oder Katrin hat, glaube ich, vorhin gesagt, dass also wir als Frauen, als Feministinnen, als so eine homogene Gruppe sein, die wir ja gar nicht sein können. Also die gesamte weiße Männerschaft ist ja auch nicht jetzt eine Gruppe, sondern die ist ja, das ist ja eigentlich die Menschheit, die wir wahrnehmen. Und deshalb ist es, also es ist einfach wahnsinnig schwierig, welche Nische du jetzt ausfüllst oder ob du eine Nische ausfüllen willst, wenn du jetzt andere Inhalte produzierst, als der Mainstream eh schon anbietet. Und es ist natürlich klar, dass wenn ich jetzt, weiß ich nicht, in Deutschland für eine Gruppe schreibe von türkischstämmigen Lesben, dann habe ich natürlich per Definition eine viel kleinere Gruppe, die das kauft. Aber wenn ich nicht für die schreibe, dann haben die halt niemanden, mit dem sie sich identifizieren. Also es ist schon, es ist einfach echt eine schwierige Sache und natürlich gerade was den Markt betrifft, ist sau schwierig, da überhaupt einen Fuß zu fassen. Man hört dich nicht. Man sollte das Mikrofon dann auch wieder anstellen. Ich stelle es manchmal, tippe ich so zwischendurch was, entweder um was zu googeln oder um mir Notizen zu machen. Dann vergesse ich es manchmal wieder anzumachen. Ich war gerade erinnert an Simone de Beauvoir, das Geschlecht, das andere Geschlecht im Endeffekt, ne? Also dieses Abrücken von der Norm. Wobei ich ehrlich gesagt früher, also da hat auch ein Wandel stattgefunden, als ich aufgewachsen bin, da war das Abrücken von der Norm gesellschaftlicher Wunsch eigentlich, gerade von Teenagern. Also man wollte nicht zur Norm gehören. Heutzutage will alles zur Norm gehören und ich verstehe das, weil es natürlich auch problematisch ist, nicht zur Norm zu gehören. Genau. Der Chat explodiert tatsächlich bei dieser Diskussion, muss man sagen. Matthias sagt, es geht immer um den eigenen Erfahrungsschatz. Da heraus nimmst du Dinge wahr, also die Perspektive und interpretierst sie. Also das ist eine Bestätigung dessen, was wir vorhin gesprochen haben. Und Sylvia sagt, deswegen verstehe ich absolut, dass sich Nischen besser repräsentiert fühlen wollen, um sich auch wohlfühlen zu können. Aber das kann nie als Zwang oder Quote aufgesetzt kommen. Das muss meines Erachtens natürlich passieren, beziehungsweise man kann es sichtbar machen, aber es kann die Produktion, man kann die Produktion dessen nicht erzwingen, weil Kunst kein Produkt ist. Und da mischen sich so ein bisschen, glaube ich, in der Diskussion immer die Ansprüche an Kunst und die Ansprüche an Unterhaltungsliteratur. Wenn man denkt, Und ich unterscheide das wirklich ungern, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass auch Unterhaltungsliteratur ernsthafte Themen verhandeln kann und umgekehrt eigentlich Hochliteratur auch unterhalten sollte. Ganz im Sinne von Brecht, der ja auch mal sagte, erst kommt das Fressen, dann die Moral, erst kommt die Unterhaltung, dann der Inhalt. Wenn die Leute nicht unterhalten werden, dann werden sie sich über die Moral, die das ganze Stück hat, keine Gedanken machen, weil sie dann einfach nicht mehr da sind im Publikum. Genauso ist es ja bei den Büchern. Bücher können unfassbar moralisch und unfassbar langweilig sein und dann werden sie eben leider vermutlich nicht in der Breite gelesen, die sie vielleicht eigentlich ob der Moral verdient hätten. Jetzt habe ich gerade irgendwie über diesen Exkurs ein bisschen den Faden verloren. Genau, Unterhaltungsliteratur und Hochliteratur und die vielleicht mangelhafte Unterscheidung dazwischen. Gibt es denn eurer Meinung nach Literatur, die Politik besonders gut verhandeln kann und die sich besonders gut eignet dafür, wie zum Beispiel Lyrik, die das Ganze in Metaphern kleiden kann? Oder ne, wir haben hier auch eine Science-Fiction-Autorin, die SF, die vielleicht Zukünfte sich erträumen kann und sich deswegen auch ein bisschen von unserer Realität abrückt und das Ganze verfremden kann. Oder eben das, was wir vorhin gehört haben, politischer Roman. Was meint ihr? Vielleicht fängt Theresa mal an, die lächelt so verschmitzt. Ist daher mein Opfer. Ja, ich wollte eher mal die anderen dran lassen. Weil gut. Mach doch mal. Liebe Katharina. Ich bin am Zweifeln oder am Zögern, ob es bestimmte Genres gibt, die mehr geeignet sind, weil ich ja gerade eigentlich mich gehalten habe dagegen, dass Literatur überhaupt politisch wirken wollen soll. Ja. Weil sie ist ja der sprachliche Ausdruck von Weltwahrnehmung, von Ich-Wahrnehmung, von Welt-Ich-Wahrnehmung und dann natürlich auch noch im Lesen wiederum von der Wahrnehmung. Gefiltert. Zustimmt, ablehnt und so weiter. Also
Literatur existiert ja nie im luftleeren Raum oder am Schreibtisch und dann schreibt man und dann ist das so, sondern man ging, der oder die geschrieben hat, geht durch Welt und drückt wiederum Welt aus und das wird wiederum gelesen. Also es ist ein ewiger, ständiger Kommunikationsprozess, der per se politisch ist. Deswegen glaube ich nicht, dass irgendwas, was einen künstlerischen Anspruch hat, in dem Sinne unpolitisch sein kann, den ich an Anfang meinte, dass es Wirklichkeit gestaltet oder auch ausdrückt. Mhm. Also das glaube ich eigentlich nicht. Also deswegen finde ich auch nicht, dass ein Genre besonders geeignet ist. Du hast ja eben... Insofern, wenn man jetzt wirklich was erreichen will, was ich ja, wie gesagt, in Zweifel ziehe, dann ist es besser, einen Roman zu schreiben, weil Romane einfach mehr Leute lesen als Lyrik. Woll ja nicht schmerzerfüllt. Ja, das stimmt. Aber du hast eben gerade was sehr, sehr du sagst die ganze Zeit aussagekräftige Dinge, aber ein Punkt fiel mir auf, nämlich, dass Literatur die Wahrnehmung eben als Perspektive wirkt und insofern nicht aktiv politisch wirken will, sondern quasi durch diese Perspektive wirkt. Aber das ist ja tatsächlich ein kategorisches Merkmal, das der sogenannten Hochliteratur zugewiesen wird. Eine Unterhaltungsliteratur, die aber eben auch politisch sein kann, wirkt ja erstmal auf der Unterhaltungsebene und möchte auch erstmal zum Beispiel, also ist eher plotgesteuert und vielleicht manchmal sogar eher ein bisschen konstruiert. Also konstruiert im Sinne von geplottet. Ne? Also der Handlungsverlauf wird am Reißbrett entworfen. Trotz alledem kann er natürlich politische Inhalte verhandeln. Es fehlt ja noch der gegenderte Roboter. Ne? Auf den warte ich auch eigentlich. Oder gibt es den schon? Der Roboter ist ja auch nicht gegendert. Das stimmt, die Roboter. Das wäre dann natürlich sofort politisch. Verstehe ich gerade nicht. Was meinst du? Na, die Roboterin sagt man, glaube ich, nicht, oder? Das ist immer der Roboter. Bei Austin Powers gab es den Fembot, aber das ist was anderes. Das stimmt. Aber das war ja auch ein eher grammatisch, oder? Das war Englisch. Also Englisch. Das ist schwierig mit der Grammatik und aber dem Artikel. Aber in der Übersetzung der Fembot. Okay, kann sein, keine Ahnung. Eignet sich Lyrik für die Vermittlung solcher Inhalte vielleicht mehr als ein Roman? Ja, Katharina hat recht. Wenn man größere Publikum erreichen will, dann keine Chance, vielleicht muss man. Aber es gibt also Slam Poetry, auch Virus Gate sozusagen im YouTube, im Internet. Aber man muss man dann andere auch Video benutzen oder Audio, ja, das hilft hier. Aber ich glaube, auch die Frage ist nicht, welcher Genre macht das besser, sondern wie ist einfacher Weg oder was wollen wir erreichen? Und wenn wir die Massen erreichen wollen, vielleicht, ja, die Massliteratur ist vielleicht gut. Oder auch ja, Filme, die auf Literatur basiert sind oder so. Und als ich zum Beispiel, oder heutzutage kann man sehen schon, dass es gibt mehr Frauen als Hauptfiguren. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist schön, dass es in dieser sozusagen Mass-Films gibt oder die Filme Detective Stories oder so über FBI und Schritt für Schritt oder mit diesen kleinen Portionen, sie zeigen, dass es ist ein bisschen wie normal, ja, wenn eine Frau ist Kapitän oder Polizeichefin ist und so weiter und so fort, ja. Darf ich es da mal provokant formulieren? Der Markt will keine politische Literatur, oder? Also wenn man dann sagt, Lyrik... Dann schreibt man ein Manifesto. Ja, das stimmt. Und wenn wir über Roboter sprechen, ja, dann sofort habe ich von Donna Haraway Manifesto von Cyborg erinnert, die schon 1985 geschrieben war, ja, und bis heute es ist sozusagen topical. Ja. Oder will der Markt politische Literatur, Theresa?
Nee, glaube ich nicht. Also deshalb vertrete ich ja auch eher die Einstellung, dass man das so normalisieren soll, ne? Nee, so unterschwellig halt feeden sollte. Also ich mag den erhobenen Zeigefinger ja auch. Wer mag den schon? Niemand mag den erhobenen Zeigefinger. Ja, ja. aber wenn man es halt unterschwellig, also ich mag das halt, wahrscheinlich mögt ihr es auch, wenn du ein Buch liest und es hat mehrere Schichten und du liest die Story und du liest die Charaktere und dann ist da noch diese Schicht und die lässt, das ist das, woran du auch noch nach einem Jahr denkst, wenn die Story schon weg ist, wenn du nicht mehr genau weißt, worum es ging, plotmäßig, aber du weißt, was eigentlich die darunterliegende Ebene war. Das finde ich halt interessant und deshalb möchte ich das auch gerne und deshalb erwarte ich das in gewisser Weise auch von Literatur oder bin halt dann enttäuscht oder vielleicht sogar gelangweilt, wenn diese Ebene fehlt. Aber das ist halt dann irgendwann auch persönlicher Geschmack. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, was eine coole Entwicklung ist, warum ich jetzt natürlich eine Lanze brechen muss für die Science Fiction und sagen muss, dass diese Genre besonders geeignet ist, um Politik zu gestalten, ist halt, weil es per Definition halt so die Möglichkeit gibt, über Zukunft zu sprechen, über mögliche Zukünfte, über Entwicklungen und das ja auch ein bisschen erwartet wird. Aber was ich eine besonders coole Entwicklung finde, ist, dass jetzt auch die Politik selber anfängt, sich von der Science Fiction offiziell inspirieren zu lassen. Also es gibt mehrere vom BMBF geförderte Projekte, die dezidiert Science-Fiction-Autorinnen bitten, verschiedene Szenarien zu entwerfen, zu schreiben und dann wird daran geforscht und geguckt einfach, wie kann die Zukunft aussehen? Nicht, dass wir jetzt als AutorInnen da besonders in die Glaskugel schauen könnten, aber wir beschäftigen uns ja eh damit und dann lagern quasi die Politiker das aus an uns als Expertinnen und dann können sie sich damit beschäftigen. Und das finde ich eine coole Sache, weil Science-Fiction oder Populärkultur in dieser Hinsicht ja die Gesellschaft sowieso beeinflusst und das dann halt mit einer gewissen Latenz 10 Jahre später sowieso in der Gesellschaft ankommt. Und deshalb ist es nur schlau von der Politik, sich da vorher schon zu informieren, damit die dann nicht vor den Entwicklungen halt überrannt werden von Technik oder von gesellschaftlichem Wandel. Mhm. Ja, also diese Wechselwirkung zwischen Literatur und Politik habe ich von gehört und finde sie auch sehr spannend, weil das früher, glaube ich, noch öfter Usus war tatsächlich. Also inzwischen wird im Chat so ein bisschen abgestimmt, welches Genre wohl das Beste geeignet ist für die Abbildung von politischen Inhalten. Manche votieren für Fantastik. Leander sagt, keine Literatur kann das besser als eine andere und der Meinung bin ich heimlich ja eigentlich auch. Und so, ich gucke hier gerade nochmal drüber. Matthias Risches sagt, meiner Meinung nach kann Literatur Zustände aufzeigen, sichtbar machen und Leser zum Nachdenken anregen, Problemlösungen kann und sollte sie nicht anbieten. Heißt, Literatur kann und sollte Fragen stellen, aber keine Antworten liefern, so formuliere ich das immer, dass man also eben über diese Fragestellungen zum Nachdenken anregt und schlussendlich dem mündigen Bürger die Antwort selber überlässt. Und dabei spiele das Genre keine Rolle. Leander weist auf Mittelalterliteratur, zum Beispiel der Name der Rose, die politische in der SF Stanislaw Lem, in der Fantasy Terry Pratchett, in der Hochliteratur krass natürlich, ne? Genau. Und in der Gesellschaftskritik und der SF ist Ursula Le Guin immer noch unschlagbar. Da hat sie recht. Die Cassandra sagte das, genau. Also ich habe gerade mal so ein bisschen die Diskussion, die hier wirklich parallel zu unserer im Chat lief, versucht zu subsumieren. Wir haben es 21.49 Uhr und ich sehe gerade, es rollt noch was rein. Das PC Game Storytelling, da kann ich nur unterschreiben, Sylvia Ayala-Alayana. Da kann man dem Rezipienten auch durchaus die Aktionen dann in die Hand legen. Deswegen gefallen mir Videospiele auch sehr gut. Ich schreibe ja gerade an Beholder 3, Beholder 1, fantastisches Spiel, das den Überwachungsstaat zum Thema hat, also dich zum Subjekt in einem Überwachungsstaat macht und zur Überwachung deiner Nachbarn anregt, weil du sonst verhaftet wirst. Und das ist ein Spiel, das ich wirklich nur weidlich empfehlen kann, wenn wir über Games als Literatur sprechen übrigens. Ich baue mit Paint Bucket Games gerade am dritten Teil.
Und freue mich riesig über dieses Projekt, das wirklich sehr großartig ist. Genau, ich frage mal in die Runde, Volja, Theresa, Katharina, bevor ich hier die salbungsvolle Abschlussmoderation für unsere letzte VS-On-Lesung mache, möchtet ihr noch was beitragen? Habt ihr noch etwas, was wir jetzt in der Diskussion übersehen haben? Es werden die Köpfe geschüttelt und fragend in die Kamera geguckt, offensichtlich nicht. Ja, dann kann ich nur sagen, das war ein wilder Ritt. 26 Lesungen wöchentlich seit dem 7. Januar. Die Sven J. Olsson, mein Stellvertreter im Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, und ich hier mit der mühelosen Unterstützung von Isa Theobald moderiert haben. Wir bedanken uns erst einmal beim Deutschen Literaturfonds, bei dem Paket Neustart Kultur, das aus von der Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, initiiert worden ist, dafür, dass wir hier 75 Autorinnen und Autoren präsentieren, unterstützen und ihren Büchern konnten und ihren Büchern zur Sichtbarkeit verhelfen durften. Das hat, es war anstrengend, aber es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht und vor allem ein tiefes Gefühl der Befriedigung verschafft. Ich lese gerade, Sven ist noch im Chat, der VS Hamburg liest weiter. Der VS hier auf diesem Kanal macht eine kleine Sommerpause, in der wir uns neu sortieren und erwägen, wie es weitergeht. Der VS Hamburg liest dienstags um 20.15 Uhr, ich glaube im zweiwöchentlichen Rhythmus, und dort gibt es also auch weiterhin Literatur zu sehen und zu hören. Ich möchte jetzt mich bei meinen Diskussions, wöchentlich sogar, sehr gut. Ich möchte mich jetzt bei meinen Teilnehmerinnen, und zwar ohne Genderstern, in dieser Diskussionsrunde bedanken, nämlich bei Theresa Hannig, bei Katharina Körting und bei der wunderbaren Volja Hapejeva, dafür, dass ihr hier wart und diese letzte Runde zu etwas ganz Besonderem gemacht habt. Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein konnte. Vielen Dank. Das war sehr interessant. Ja, sehr spannend. Nächstes Mal zweisprachig, Volja. Nächstes Mal zweisprachig, oh ja. Oder drei- oder fünfsprachig. Volja ist da vielfach begabt. Ich möchte mich nochmal bei Isa Theobald bedanken, die im Hintergrund uns betreut hat mit der Technik. Wenn du magst, darfst du nochmal das Licht anmachen. Und wir geben dir auch eine Runde Applaus für deine grandiose Unterstützung. Isa! Danke für deine Arbeit und deine Hilfe und das Händchen halten manchmal. Danke, dass ich hier sein durfte. Das war, wie du sagtest, ein wilder Ritt, aber es war auch ein sehr, sehr schöner, der sehr viel Spaß gemacht hat. Das finde ich auch. Genau, beobachtet unsere Pressemitteilung und unsere Homepage, wie es weitergeht. Ich hoffe, und Isa, du kriegst auch ganz wahnsinnig viel Applaus, gerade im Twitch-Chat. Es ist ein bisschen niedlich, ganz viele Herzen. In Ordnung, vielen Dank. Bevor wir jetzt anfangen zu weinen, sage ich nochmal Dankeschön an alle Beteiligten und wünsche euch da draußen eine gute Nacht. Macht euch einen wunderschönen Abend, lest Literatur und bleibt politisch. Vielen Dank.